Ja, hallo, Hallöchen hier bei Stream Beam for Global Change Support bei Castor TV. Ja, wir sind hier auf der Rosa Allee, die ist für den kompletten Verkehr gesperrt. Hier bei der Zwangsräumung, bei der Blockade der Zwangsräumung. Ja, die Polizei hat hier wirklich für eine ausreichende Blockade des Verkehrs auch gesorgt. Hier sind hinter mir so circa 100, 120 Demonstranten mittlerweile, haben sich hier eingefunden. Ja, Wetterbericht, es ist gräuselig, es ist kalt, nass und jetzt setzt hier so ein leichter Schneeregen ein. Die Polizei hat hier alles weitgehend abgesperrt, sind hier mit vielen Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Ja, wir schauen mal, was hier weiter jetzt passiert. Und
so ist alles sehr schwer zu verstehen, weil hier direkt ist die Einflug- oder Abflugschneise des Flughafen Tegels.